Hallo meine lieben Märchenfreunde, schön, dass ihr wieder bei mir hereinschaut. Heute zum 11. Oktober erzähle ich euch die Geschichte von Sorge und Leid. Weit, weit von hier war einmal ein König, der hatte drei schöne Töchter von seiner ersten Frau. Aber er hatte keine Söhne und deshalb hatte er die drei Prinzessinnen so lieb, dass er ihnen alles gab, was sie sich wünschten. Aber einmal kam der Feind ins Land und der König musste in den Krieg. Als er abreiste, bat ihn die älteste Prinzessin, er möge ihr einen Ring kaufen, der sie nie sterben lasse, solange sie ihn trage. Die zweite Prinzessin bat ihn um einen Kranz, der sie froh machen solle, so oft sie ihn anschaue, wenn ihr auch noch so bekümmert und weh ums Herz sei. »Bringe mir Sorge und Leid«, sagte die Jüngste. Der König versprach alles. Als er den Feind aus dem Land und auch aus dem Nachbarland verjagt hatte und den Heimweg antreten wollte, fiel ihm ein, was er den drei Prinzessinnen versprochen hatte. Den Ring und Kranz konnte er wohl auftreiben, aber Sorge und Leid waren weder da noch dort zu bekommen, denn alle Leute waren froh, weil der Feind verjagt worden war. Da er beides nicht finden konnte, so musste er ohne das gewünschte heimreisen, so ungern er dies auch tat. Als er nicht mehr weit von seinem Schloss entfernt war, ritt er durch einen dichten Wald. Da saß ein Eichhorn auf einem Baum am Weg. »Nimm mich, nimm mich, ich heiße Sorge und Leid«, sagte es. Der König dachte bei sich, es sei besser, ein Eichhörnchen zu haben als zwei leere Hände, und nahm es mit zu seiner jüngsten Tochter. Diese freute sich ebenso sehr über das Geschenk wie ihre beiden Schwestern über den Ring und den Kranz. Das Eichhörnchen trieb sich auch in ihrer Kammer herum. Manchmal wiegte es sich auf dem Bettpfosten, dann saß es wieder oben auf dem Schrank und immer hatte es eine Menge zu schwatzen. Aber sobald es dämmerte, verwandelte es sich in einen Mann. Der erzählte, »In dem goldenen Wald ist eine schlimme und böse Riesin. Die hat mich in ein Eichhörnchen verwandelt, weil ich sie nicht heiraten wollte. In der Nacht hat sie keine Macht über mich. Aber jeden Morgen, wenn der Tag anbricht, muss ich wieder in die Eichhorngestalt schlüpfen.« Da begann die Prinzessin, ihn von Herzen zu lieben und wollte Sorge und Leid heiraten. Aber als sie sich versprachen, bat er sie, niemals Licht anzuzünden, um ihn zu sehen. »Denn dann werden wir beide sehr unglücklich«, sagte er. »Nein«, versprach sie ihm, »das will ich gewiss nicht tun.« Nun kam jeden Abend, wenn die Prinzessin sich schlafen gelegt und sie das Licht ausgeblasen hatte, ein Mann und legte sich neben sie. Aber wenn sie am Morgen aufwachte, lag sie allein und das Eichhörnchen saß auf dem Bettpfosten und plauderte und schwatzte mit ihr über alles Mögliche. Einmal aber dachte sie, er schliefe ganz fest und da konnte sie nicht anders. Sie stand leise auf, zündete ein Wachslicht an und schlich leise zum Bett. Als der Lichtstrahl auf ihn fiel, sah sie, dass er viel, viel schöner war als der allerschönste Prinz. Ach, er war so über alle Maßen schön, dass es gar nicht auszudenken war. Sie musste sich über ihn neigen, um ihn noch besser zu sehen. Und schließlich konnte sie nicht anders. Sie musste ihn auf den Mund küssen. Aber da fielen drei Tropfen Wachs auf seine Brust und er erwachte. »Ach, wie hast du denn das tun können?« rief er und war ganz unglücklich. »Hättest du nur noch drei Tage ausgehalten, so wäre ich frei gewesen. Nun muss ich aber zurück zu der bösen Riesin in den goldenen Wald und muss sie heiraten, und zwischen dir und mir ist es aus.« »Darf ich dir denn nicht bis dahin nachfolgen?« fragte die Prinzessin. »Nein, das bringst du nie im Leben fertig.
Denn wenn du dich ausruhst oder auch nur die Beine biegst zum Sitzen, so kommst du in der Nacht so weit zurück, wie du am Tage vorwärts gekommen bist, sagte er. Er sprang zur Tür und war verschwunden. Da jammerte und weinte die Prinzessin und wartete darauf, dass er wiederkommen solle. Aber sie hörte und sah nichts mehr von ihm. Nach einigen Tagen wurde sie so elend und unruhig, dass sie nicht mehr zu Hause bleiben konnte und ihre Magd inbrünstig bat, sie möge doch mit ihr gehen auf der Suche nach dem goldenen Wald. Schließlich ließ sich das Mädchen erweichen, doch sie wollte nur mitgehen, wenn sie einen Ballen Drillig, einen Ballen Zwillig und einen Ballen feines Leinen bekäme. Das bekam sie auch gleich, kannst du dir denken, denn auf dem Schloss war kein Mangel an solchen Dingen. Also machten sie sich auf und wanderten, bis ihnen die Füße wund wurden und der Mut sank. Am Abend kamen sie mitten in einen dunklen Wald. Da kletterten sie auf einen hohen Baum. Die Prinzessin war so müde, dass die Magd sie in den Armen halten musste, während sie ein wenig schlief. Aber in der Nacht wurde es um den Baum herum so richtig unheimlich. Lebendige Wölfe heulten und schrien. Die Prinzessin getraute sich keinen Augenblick mehr zu schlafen. Aber so wie sich der Tag am Himmel zeigte, waren all die Wölfe mit einem Male wie weggeblasen. Am nächsten Tage wanderten sie wieder, bis die Füße noch wunder wurden und der Mut noch tiefer sank. Als es dämmerte, kamen sie abermals in einen dichten, dunklen Wald. Da kletterten sie auch diesmal auf einen hohen, hohen Baum. Aber die Prinzessin war so müde, dass die Magd sie in den Armen halten musste, während sie ein wenig schlief. Als es dunkler wurde, kam eine unheimliche Menge Bären unter dem Baum zusammen. Und sie fingen an zu tanzen und sich im Kreis zu drehen, ganz unheimlich schnell. Und einmal versuchten sie auch, auf den Baum hinaufzuklettern. Oben im höchsten Wipfel mussten die Prinzessin und ihre Magd die ganze Nacht stehen und konnten kein Auge zumachen. Aber so wie der Tag herankam, waren die Bären in einem Augenblick wie in der Erde versunken. Am dritten Tag wanderten die Prinzessin und ihre Magd weiter und immer weiter und noch ein Stück dazu. Am Abend kamen sie wieder in einen dichten, dunklen Wald. Da kletterten sie wieder auf einen hohen, hohen Baum. Aber kaum waren sie oben, so wimmelte es vor lauter Löwen unter dem Baum und überall im Wald. Und die brüllten und heulten so schauerlich, dass das Echo von Wald und Fels zurückkam. Dann fingen sie an zu tanzen und so schrecklich herumzuwirbeln, dass die Erde bebte. Und dazwischen klammerten sie sich wieder an den Baum und versuchten ihn zu schütteln und wollten ihn mit Stumpf und Stiel ausreißen. Oben im höchsten Wipfel mussten die Prinzessin und ihre Magd stehen. Und obgleich sie so matt und müde waren, dass sie fast heruntergefallen wären, wagten sie nicht an Schlaf zu denken. Aber als sich der Tag zeigte, waren auch die Löwen vom Erdboden verschwunden. Den ganzen Tag wankten die Prinzessin und ihre Magd nun hierhin und dorthin, bis die Füße wunder als wund geworden waren und der Mut noch tiefer als tief sank. Sie verloren Weg und Steg, und obgleich sie im Norden und Süden, im Osten und Westen suchten, konnten sie sich nicht aus dem großen dunklen Wald herausfinden. Endlich wurde die Prinzessin über alle Maßen traurig und wollte sich alle Augenblicke hinsetzen, um sich nur ein bisschen auszuruhen. Aber die Magd hielt sie und zog sie vorwärts und ließ sie keinen Augenblick sich mit gebeugten Beinen niederlassen, sonst wären sie ebenso weit zurückgekommen, wie sie am Tage vorwärts gekommen waren. Denn die Riesin in dem goldenen Wald wollte dies so. Am Abend kamen sie an einen großen, gräulichen Felsen. »Hier will ich anklopfen«, sagte die Magd und pochte und klopfte. »Ach nein«, sagte die Prinzessin, »bitte klopf hier nicht an, du siehst ja, wie hässlich hier alles ist.« »Er rumpelt da an meiner Tür«, schrie das Riesenweib im Felsen laut und barsch, machte die Tür auf und steckte ihre Nase, die gut
eine Elle lang war, durch den Spalt. Die jüngste Prinzessin und ihre Magd, die wollen zu einem Prinzen im goldenen Wald, der heißt Sorge und Leid, gab die Magd zur Antwort. Ach, pfui, schrie das Riesenweib, das ist so weit im Norden, dahin kann man weder segeln noch rudern. Aber was wollt ihr denn mit Sorge und Leid? Ist das vielleicht die Prinzessin, die ihn heiraten wollte? Fragte das Riesenweib. Ja, das ist die Prinzessin. Ach, sie wird ihn nie im Leben bekommen, sagte die Riesin. Denn er muss die große Riesin heiraten im goldenen Wald. Ihr könnt ebenso gut jetzt heimkehren wie später, sagte sie. Nein, umkehren wollten die beiden unter keiner Bedingung. Und die Magd fragte, ob es nicht möglich wäre, hier über die dunkelste Nacht unterzukommen. Unterkommen könnt ihr wohl, gab das Riesenweib zur Antwort. Aber wenn mein Mann heimkommt, reißt er euch den Kopf ab und frisst euch auf. Da war nichts zu machen. Sie konnten mitten in der Nacht nicht weiter wandern. Da zog die Magd den Ballen drillig hervor und schenkte ihn der Riesin für ihre Wäsche. Ach nein, rief die aus. Nun bin ich schon 100 Jahre verheiratet und habe noch nie drillig besessen. Und sie freute sich so sehr, dass sie die Wandernden aufnahm und aufs Beste für sie sorgte. Als sie sich mit Essen und Trinken gestärkt hatten, sagte die Riesin zu ihnen. Ja, er ist ein grimmiger Gesell, mein Mann, und ich muss euch schon in der Vorratskammer verstecken. Vielleicht findet er euch dort nicht. Und sie richtete ihnen das Bett, so weich und sanft nur ein Bett sein konnte, aber sie wagten weder drauf zu liegen noch zu sitzen. Nein, sie konnten nicht einmal ein Auge schließen, weil sie Acht geben mussten, nicht die Beine zu beugen. So standen sie die ganze Nacht und hielten abwechselnd eines das andere unter den Arm, denn nun war die Magd auch so müde und elend, dass sie fast nicht mehr konnte. Um Mitternacht fing es an, gräulich zu donnern und zu poltern. Das war der Troll, der heimkam, und kaum hatte er seinen ersten Kopf zur Tür hineingestreckt, so schrie er auch schon laut und barsch. Pfui, pfui, ich rieche Christenfleisch! Und er fuhr so wild und wütend herum, dass die Funken stoben. Ja, es ist ein Vogel vorbeigeflogen mit dem Knochen eines Christen. Den hatte er durch den Schornstein herunterfallen lassen. Ich habe ihn zwar eiligst hinausgeworfen, aber es kann doch sein, dass es immer noch danach riecht, sagte die Riese und beruhigte ihn damit wieder. Und er gab sich damit auch zufrieden. Am nächsten Morgen erzählte die Riesin ihm, die jüngste Prinzessin und ihre Magd seien gekommen und auf der Suche nach einem Prinzen mit dem Namen Sorge und Leid und der wohne im goldenen Wald. Ach, pfui, das ist ja so weit im Norden, dahin kann man weder segeln noch rudern, schrie der Troll sogleich. Das ist die Prinzessin, die ihn heiraten wollte, ich weiß, aber sie bekommt ihn nie im Leben, denn in 3 Tagen muss er sich mit der großen Riesin vermählen. Die Mädchen kommen hier nicht mehr fort. Wo sind sie? Wo sind sie? Schrie der Troll und schnüffelte und schnupperte in allen Winkeln und Ecken. Ach nein, du darfst ihnen nichts tun, sagte die Riesin. Sie haben mir einen Riesenballen drillig geschenkt und nun bin ich schon 100 Jahre verheiratet und habe doch noch nie drillig für Wäsche besessen. Deshalb sollst du ihnen deinen 7-Meilen-Wams geben und zum nächsten Nachbarn bringen, sagte die Riesin und bat so für die Mädchen. Und der Troll war auch einverstanden, weil er hörte, wie freundlich sie gegen seine Frau gewesen waren. Als sie nun gegessen hatten und reisefertig waren, zog er ihnen seinen 7-Meilen-Wams an und befahl ihnen. Jetzt müsst ihr sagen, vorwärts über Weidenbusch und Tannenbaum, über Berg und Tal zum nächsten Nachbarn. Und wenn ihr dort seid, müsst ihr sagen, wo du heute Morgen angezogen worden bist, sollst du heute Abend aufgehängt werden. Die Mädchen taten so und fuhren über Berg und tiefes Tal, meilenweit. Am Abend in der Dämmerung kamen sie wieder an einen großen, hässlichen Felsen. Da zogen sie das 7-Meilen-Wams aus und sagten, wo du heute Morgen angezogen worden bist, sollst du heute Abend wieder hängen.
und schon lief das Wams von selber wieder heim. »Hier will ich anklopfen«, sagte die Magd und klopfte und polterte. »Ach nein«, sagte die Prinzessin, »bitte klopf hier nicht an. Du siehst ja, wie hässlich hier alles ist.« »Wer rumpelt an meiner Tür?« schrie das Riesenweib im Felsen noch lauter und barscher als die erste. Und sie machte die Tür ein wenig auf und streckte ihre Nase, die gut 2 Ellen lang war, durch den Spalt. »Hier ist die jüngste Prinzessin und ihre Magd. Wir suchen einen Prinzen, der heißt Sorge und Leid und wohnt im goldenen Wald«, gab die Magd zur Antwort. Da sagte die Riesen ebenfalls, das sei so weit nordwärts, dass man dahin weder segeln noch rudern könne. Man solle sie und wollte sie zum Umkehren veranlassen. Ihr könnt ebenso gut jetzt umkehren wie später. Aber das wollten die Mädchen durchaus nicht. Und die Magd fragte, ob sie nicht vielleicht hier unterkommen könnten und wenn es auch nur über die dunkelste Nachtzeit wäre. »Ja, unterkommen könnt ihr wohl«, sagte das Riesenweib. »Aber wenn mein Mann nach Hause kommt, dann reißt er euch den Kopf ab und frisst euch auf.« Da zog die Magd den Ballen zwillig hervor und gab ihn der Riesin für ihr Weißzeug. Ach nein, nun bin ich schon über 200 Jahre verheiratet und habe noch niemals Wäsche aus Zwillig besessen«, rief die Riesin aus und freute sich so sehr, dass sie sie einlud und wohl aufnahm und ihnen an nichts fehlen ließ. Als sie sich mit Essen und Trinken gestärkt hatten, sagte die Riese, »Ja, er ist ein grimmiger Gesell, mein Mann, und frisst jede Christenseele, die hierher kommt, mit Stumpf und Stiel auf. Ich muss euch draußen in der Vorkammer unterbringen. Vielleicht findet ihr euch dort nicht.« Und sie richtete das Bett für die Mädchen. Aber die wagten weder sich zu setzen noch zu legen, nicht einmal einen Augenblick, denn sie mussten ja Acht geben, dass sie die Beine nicht beugten. Sie standen die ganze Nacht und die eine hielt die andere abwechselnd unter den Armen, während sie ein wenig schlief. Um Mitternacht fing es an, gräulich zu poltern und zu donnern. Sie spürten, wie die Erde unter ihren Füßen bebte. Da kam der Troll hereingestürzt. »Pfui, pfui, ich rieche Menschenfleisch«, schrie er laut und fuhr so wütend herum, dass die Funken vor ihm stoben wie aus einem Feuer. »Ja«, sagte die Riesin, »es ist ein Vogel vorbeigeflogen und hat einen Christenknochen durch den Kamin fallen lassen. Ich habe ihn zwar eiligst wieder hinausgeworfen, aber es kann wohl gut sein, dass es jetzt noch danach riecht«, sagte sie und beruhigte ihren Mann. Er gab sich auch damit zufrieden. Aber als sie morgens aufstehen wollten, erzählte sie ihm, »die jüngste Prinzessin ist mit ihrer Magd hergekommen. Die ist auf der Suche nach einem Prinzen namens Sorge und Leid und der wohnt in dem goldenen Wald.« Als der Troll das hörte, sagte auch er, das sei so weit im Norden, da könne man nicht hingehen und auch nicht hinsegeln und nicht hinrudern. »Das ist die Prinzessin, die ihn hat heiraten wollen. Ich weiß schon, aber sie bekommt ihn niemals im Leben, denn in 2 Tagen muss er die große Riesin heiraten. Wo sind sie denn, die Mädchen? Sie sollen nicht lebend von hier fortkommen«, schrie er und schnupperte und schnüffelte ebenfalls überall herum. »Ach nein, du darfst sie nichts tun«, bat die Riesin und erzählte, sie hätten ihr einen Ballen Zwillig für ihre Wäsche geschenkt. »Dafür sollst du ihnen dein 7-Meilen-Wams bis zum nächsten Nachbarn leihen.« Er war auch gleich bereit, als er hörte, wie freundlich sie gegen seine Riesin gewesen waren. Als sie am Morgen gegessen hatten, zog er ihnen das 7-Meilen-Wams an. »Wenn ihr am Ziel seid, braucht ihr nur zu sagen, wo du heute früh angezogen worden bist, da sollst du heute Nacht auch wieder hängen. Dann reißt das 7-Meilen-Wams von selber wieder heim«, sagte der Troll. So fuhren sie über einen hohen Berg, über ein tiefes Tal und immer weiter und weiter. In der Dämmerung kamen sie wieder an einen großen, wilden Felsen. »Hier will ich anklopfen«, sagte die Magd und klopfte und polterte an die Bergwand. »Ach nein«, bat die Prinzessin, »klopf doch bitte hier nicht an. Du siehst ja, wie unheimlich hier alles aussieht.«
Er rumpelt da an meiner Tür, schrie drinnen im Felsen das Riesenweib, noch größer und barscher als die anderen Riesinnen, und machte die Tür gerade nur noch so weit auf, dass ihre Nase, die drei gute Ellen lang war, durch den Spalt stecken konnte. Hier stehen die jüngste Prinzessin und ihre Magd auf der Suche nach einem Prinzen, der Sorge und Leid heißt und im goldenen Wald wohnt, gab die Magd zur Antwort. Ach, pfui, schrie die Riesin, das ist ja so weit im Norden, dass keiner hinsegeln und hinrudern kann. Aber was wollt ihr denn von Sorge und Leid? Ist das vielleicht die Prinzessin, die ihn heiraten wollte? Fragte die Riesin. Ja, das ist sie, gab die Magd zur Antwort. Da sagte auch diese Riesin wieder. Er muss die große Riesin im goldenen Wald heiraten. Da könnt ihr ebenso gut jetzt wie später heimkehren. Aber umkehren wollten die Mädchen auf keinen Fall. Und die Magd fragte, ob sie nicht vielleicht hier unterkommen könnten, wenn auch nur für die stockfinstere Nacht. Ja, unterkommen könnt ihr wohl, sagte die Riesin. Aber wenn mein Mann heute Nacht nach Hause kommt, reißt ihr euch den Kopf ab und frisst euch auf. Aber sie konnten nicht in stockfinsterer Nacht durch Wald und Einöde weiterziehen. Da holte die Magd den Ballen Leinwand hervor und schenkte ihn der Riese. Ach nein, rief diese aus. Nun bin ich schon 300 Jahre verheiratet und habe noch nie Wäsche aus Leinwand besessen. Und sie freute sich auch so sehr, dass sie die Mädchen freundlich einlud und ihnen an nichts fehlen ließ. Er ist ein recht grimmiger Gesell, mein Mann, und bringt jede Christenseele um, die sich hierher verirrt, sagte sie, als die Gäste gegessen hatten. Aber ich will euch in der Vorkammer verstecken, vielleicht findet ihr euch da nicht. Und so richtete sie ihnen das Bett, so weich und sorgsam wie das schönste Bett von der ganzen Welt. Die Prinzessin war nun über alle Maßen müde und elend und schläfrig. Sie konnte sich gar nicht mehr länger aufrecht halten und wollte sich schließlich niederlegen und ein wenig schlafen, und wenn es nur auch ein winziges Weilchen wäre. Die Magd war ebenso müde und elend, so dass sie im Stehen einschlief und von Zeit zu Zeit fast umfiel. Aber immer blieb sie so weit bei Besinnung, dass sie die Prinzessin unter den Armen hielt und stützte, damit sie die Beine nicht beugen konnte. Um Mitternacht fing es an zu donnern und zu poltern. Das ganze Haus wankte, als ob Dach und Wände zusammenfallen wollten. Das war der Großtroll, der heimkam. Als er die erste Nase zur Tür hineinstreckte, schrie er schon so laut und wild und barsch, wie es noch nie jemand hatte schreien hören. »Pfui, pfui, ich rieche Christenfleisch!« Und er war in heller Wut, so dass Funken und Flammen von ihm stoben. Ja, es ist ein Vogel vorbeigeflogen und hat einen Christenknochen durch den Schornstein fallen lassen. Ich habe ihn zwar eiligst wieder hinausgeworfen, aber es kann schon sein, dass es immer noch danach riecht, sagte die Riesin und suchte ihren Troll zu begütigen. Er gab sich auch dabei zufrieden. Erst als sie am Morgen aufwachten, erzählte sie ihm: Die jüngste Prinzessin und ihre Magd sind gekommen auf der Suche nach einem Prinzen, der Sorge und Leid heißen und in dem goldenen Wald wohnen soll. Ach, pfui, das ist so weit im Norden, da kann man weder hinsegeln noch hinrudern, schrie der Obertroll, gerade wie die kleineren Trolle gesagt hatten. Und sie bekommt ihn nie im Leben, denn morgen muss er die große Riesin heiraten. Wo sind sie denn, die Mädchen? Das gibt doch einen feinen Leckerbissen, schrie er, tanzte rundherum und schnupperte und schnüffelte mit allen seinen neuen Nasen auf einmal. Ach nein, du darfst sie nichts tun, bat die Riese. Sie haben mir einen Ball Leinwand geschenkt und nun bin ich doch schon 300 Jahre verheiratet und habe noch nie Wäsche aus Leinen besessen. Deshalb sollst du ihnen deine 7-Meilen-Stiefel bis zum nächsten Nachbarn leihen. Als der Obertroll hörte, dass die Mädchen so freundlich gewesen waren, war auch er einverstanden, und als sie sich am Morgen gestärkt hatten, zog er ihnen seine 7-Meilen-Stiefel an. Nun müsst ihr sagen, vorwärts, vorwärts, über Weidenbusch und Tannenwipfel, über Berg und Tal zum nächsten Nachbarn.
Und wenn ihr am Ziel seid, so braucht ihr nur zu sagen, an dem Nagel, wo man euch am Morgen heruntergenommen hat, sollt ihr heute Abend wieder hängen, sagte der Obertroll. Sie taten, wie er gesagt hatte, und fuhren weit, weit fort und immer weiter über Berg und tiefes Tal. In der Dämmerung kamen sie an einen großen, großen Wald. Da waren alle Bäume kohlschwarz. Wenn man sie auch nur ein wenig anrührte, wurde man selbst so schwarz und rußig wie ein Kaminfeger. Aber mitten im Wald war eine Lichtung und da stand eine elende und baufällige Hütte. Sie wurde nur noch von zwei Balken zusammengehalten und war jämmerlicher anzusehen als die elendste Sennhütte. Vor der Tür lag ein Kehrichthaufen mit alten Schuhen, schmutzigen Lumpen und anderem hässlichen Zeug. Hier zog die Magd die 7-Meilen-Stiefel aus und sagte, an dem Nagel, wo man euch heute früh heruntergenommen hat, sollt ihr heute Abend wieder hängen. Und die Stiefel liefen heim. Hier will ich anklopfen, sagte die Magd. Ach nein, jammerte die Prinzessin, bitte klopft hier nicht an. Du siehst ja, wie hässlich hier alles ist. Wenn du nicht tust, wie ich tue, so geht es uns beiden schlecht, sagte die Magd, stapfte durch den Kehrichthaufen und klopfte an. Ein uraltes Trollweib mit einer 3 Ellen langen Nase guckte zum Türspalt heraus. Wenn die Frauenzimmer herein wollen, so kommen sie. Wenn sie aber nicht wollen, so können sie es auch bleiben lassen, sagte sie und wollte ihnen die Tür vor der Nase zumachen. Ja, freilich, wir wollen schon herein, gab die Magd zur Antwort und zog die Prinzessin mit sich. Wenn die Frauenzimmer zur Tür herein wollen, so kommen sie. Wenn sie aber nicht wollen, so können sie es bleiben lassen, sagte das Weib wieder. Ja, danke, wir wollen herein, sagte die Magd und stapfte schon über die Schwelle durch Schmutz und Lumpen. Oh weh, jammerte die Prinzessin und stapfte hintendrein. Drin war es hässlich und schwarz und rußig und dreckig wie auf einem Kornspeicher. Nach einer Weile ging die Riesin hinaus und holte ihnen Milch zum Trinken. Wenn die Frauenzimmer trinken wollen, so trinken sie. Wollen sie aber nicht, so lassen sie es bleiben, sagte sie und wollte die Milch schon wieder mit hinausnehmen. Ja, danke, wir wollen was trinken, sagte die Magd und trank. Oh weh, jammerte die Prinzessin, als sie trinken wollte, denn die Milch war in einem Sautrog und Schmutz und Haarwische schwammen darin oben auf. Dann setzte das Riesenweib ihnen Essen vor. Wenn die Frauenzimmer essen wollen, so essen sie. Wollen sie aber nicht, so können sie es auch bleiben lassen, sagte die Riesin. Ja, freilich, wir wollen gern, sagte die Magd, ehe das hässliche Nasenungeheuer die Speise wieder wegschaffen konnte. Das Brot war schimmelig, am Käse hatten die Mäuse gefressen und das Fleisch war so alt, dass man es von weitem roch und 2 dreckige Kalbsschwänze waren um die Butter garniert. Oh weh, jammerte die Prinzessin und wollte schon zu weinen anfangen, aber sie musste ja tun, was die Magd tat und die gräulichen Gerichte versuchen. Dann mussten sie sich bedanken. Auf dem Bett lag in ein paar alten Pelzfetzen und anderen Lumpen ein alter Mann, den sie bisher noch nicht gesehen hatten. Als sie zu ihm traten, um ihm zu danken, stand er auf. Als die Prinzessin ihm die Hand gab, küsste er sie und in demselben Augenblick verwandelte er sich in einen Prinzen. Der war so unerhört schön und die Prinzessin erkannte ihn. Es war Sorge und Leid, nachdem sie solche Sehnsucht gehabt hatte. Nun hast du mich erlöst, rief er. Wehe dem, der dich erlöst hat, schrie die Riesin und rannte zur Tür hinaus. Aber auf der Treppe blieb sie stehen, wie aus Stein, denn der Wald war nicht mehr kohlenschwarz. Alle Bäume sahen aus, als wären sie von der Wurzel bis zum Wipfel vergoldet und glitzerten und blinkten heller als die Sonne zur Mittagszeit. Die elende, schmutzige Hütte hatte sich in ein Königsschloss verwandelt, unermesslich groß und schön.
Man hätte meinen können, Dach und Wände seien aus purem Gold und Silber. Und sie waren es auch. Jetzt kannst du deine Beine wieder beugen, sagte der Prinz. Und hast du bis jetzt Sorge und Leid gehabt, sollst du von nun an umso mehr Freude haben. Die alte Riesin hatte gebraut und gebacken und das ganze Hochzeitsmahl fertig gemacht. Und als der Morgen anbrach, feierten der Prinz und die Prinzessin Hochzeit. Und alle Leute im Schloss und im ganzen Lande feierten mit. Das Fest dauerte 4 mal 14 Tage, so dass man in 7 Königreichen davon hörte. Und auch beim Vater und den beiden Schwestern der Braut. Die hätten gern mitgefeiert, wenn sie nicht gar so weit weg gewohnt hätten. Ich wurde zum Fest geladen, der Bräutigam machte mich zum Küchenmeister und ich musste die Rede auf Bräutigam und Braut halten. Aber am letzten Tag des Festes musste ich Bier zapfen aus einem großen Fass, das zuhinterst im Keller lag. Ehe ich den großen Krug wegschickte, trank ich zuerst selber, wie es sich gehört. Aber das Bier war so stark, dass es mir auf einmal in den Kopf stieg und ich flog in die Luft wie ein Vogel. Und 9 volle Jahre habe ich zwischen Himmel und Erde geschwebt. Dann fiel ich hier herunter ins Dorf, wo das Haus hier oben auf dem Hügel steht. Und heraus kam Bärtchen freundlich mit einem Brief an mich von dem Prinzen, der inzwischen König geworden war. Und darin stand, ihm und der jungen Königin ging es sehr gut und sie ließen dich grüßen. Und du und deine Schwestern sollten am Sonntag nach Michaelis zur Einladung ins Schloss kommen. Da könntest du ein paar herzige kleine Prinzlein, den goldenen Wald und die alte steinerne Riesin sehen, wie sie vor der Tür steht mit ihrer 3 ellenlangen Nase. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber.